Rust. In Rust kannst du alles sein. Das Main Team, gut versteckt hinter Steinen. Oder wie wir, die Pechvögel vom Server. Damit viel Spaß im Video. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Wir sind heute auf Dax Gaming unterwegs, da wo wir das andere Video, das bei euch sehr gut ankam, aufgenommen haben. Heute spiele ich mit Akio im Duo. Der Server ist schon 2 Tage alt und wir hoffen, wir machen ein paar Plays. Schauen wir mal, ob der andere schon da ist und dann gehen wir rein. Hallo, bin da. Let's go! Yes. Wo bist du? Ich bin Schrottplatz. Ich am Banditenlager. Ja, okay, also wir brauchen quasi ein halbes Jahrhundert zueinander. Willst du das damit sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin tot. Ich wurde erschossen. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zum Video. Ja, wie bereits im Intro erwähnt, lebten wir diesen Vibe wirklich, den Pechvogel. Es lief irgendwie nichts rund. Später griff uns dann auch noch Cookie, Evie und Chris unter die Arme. Nichtsdestotrotz möchte ich euch diesen Vibe zeigen. Denn darum lieben wir Rust. Es läuft nicht immer alles gut, aber es ist trotzdem geil. Also freut euch auf geilen PvP, freut euch auf geile Plays und naja, auf die Pechvögel. Wenn euch dieser Content natürlich gefällt, denkt an euer Abo, Freunde. Und haut euren Like-Hammer raus. Das würde mich sehr freuen. Denn so ein Rust-Video ist echt viel Arbeit. Und so ein Daumen, wenn es euch gefällt, ist ein cooles Feedback. Also, viel Spaß. LOL, was ist das denn für eine Base-Forte? LOL, mit dem Pferd? LOL. Akio ging schon vor, denn er hat etwas mehr Glück und baute schon mal eine Base. Die Position war der Hammer. Und mit der Hammer meine ich der Hammer. Gerade für uns, die ein bisschen Scrap zu holen haben, gerade für uns, die etwas PvP brauchen, um endlich aufzuholen, war dieser Spot legendär. Also machten wir das Nötigste und gingen direkt ran. Scrap musste her. Zuvor bemerkte aber Akio noch eine Base, die vor nicht mal ein paar Minuten geradet wurde. Wir snackten noch, was ging. Das gab uns den nötigen Push, um direkt in die PvP-Action zu starten. Aber die haben da echt was geupdatet, das habe ich gelesen. Zu den F1-Granaten. Ich glaube, der Timer ist jetzt auch anders. Die explodieren, glaube ich, schneller. Macht auch mehr Schaden. Weil man den jetzt vielleicht aus... Oh. Im Haus. In der Mitte? In der Nähe vom Haus. Ja. Ich höre ihn. Ah, ich bin da. Wo bist du gestorben? In dem Rundell oder außen? Außer vom Rundell. Er ist hinter mir. Hä? Über mir habe ich einen Headshot. Ich habe noch Headshot. Es sind zwei. Siehst du sie? Ja, die sind immer noch am Looten. Einer war. Einer ist hinter dem Häuschen, quasi hinter dem Haus, wo du jetzt gerade warst. Also hinter dem Haus, wo du hinschaust. Wo ist der? Bin da. Bei mir. Hab ihn. Was auf der zweite kommt? Ich glaube, er geht hoch. Ja, er ist bei dir, pass auf. Hab ihn Hit. Headshot dead. Nice, GG. Warte, ich such den Revy. Ah, hier. Es lief super. Wir konnten in kurzer Zeit sehr, sehr viel Progress machen. Akio sicherte uns dann auch noch einen Loot Drop mit einer MP5. Damit ging es ab nach Oil. Karten geholt und let's go. Allerdings wussten wir noch nicht, was uns erwarten wird. Denn jetzt begann langsam unsere Pechsträhne. The big boys are coming. Stopp. Okay, die Bots haben gebuggt. So konnten wir sie abschlachten und uns easy loot safen. Eine? Nein.
Und Reste? Ah, Testimony. Das bist doch HE-Granaten. Star oder so wäre immer noch das Geilste, weil wir es craften ja, können. Ja, weil es AK natürlich, ja. Bold. Da war einer. Rechts, der macht da Fässer. Der ist mit dem Floß da. Der ist gerade ins Wasser gehüpft. Tot. Warte, test ist klein. Oh. Bei der Base, von der Base ja, aus. Ja, sauer. Aber den Headshot tot. Warte, lass da hin! Lass da hin! Wo ist das scheiß Floß? Schieb das Boot runter, der hat eine Saar in der Hand. Er hat Timer, Wir können den Body immer noch einsammeln. Komm. Ah, jetzt hab ich den Body gesehen. Egal, lass den dann nachholen. Nein, beeil dich. Halt an, ich kann den Headshotten. Halt an. Oh ne, jetzt bin ich runtergefallen. Tot einer? Komm. Ich höre ihn. Noch. Bei mir ist noch einer. Ich sehe nicht mal, wo ich ihn genockt habe, ich schwöre es. Da, ja, ich sehe ihn, Ich habe auch kurz gesehen. Er hat eine Waffe. Hab ihn hit. Nochmal? Der hat ja. Tot. Ich gehe kurz gucken, was er hat. Ja. Ich sehe nicht, die Leiche siehst du sie? Nein. Alter, ich dreh durch hier. Oh, hier vorne! Drin! Oh, ich bin tot! Nein. Im Wasser drin! Ich sehe nicht, du. Ich bin fast tot. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er noch da? Ich bin dead! Das war ein Riesenverlust. Nicht nur, dass wir den Ulrich Loot verloren, sondern auch unsere einzigen Waffen. Danach brauchten wir erstmal eine Pause und Evi schloss sich uns an, auf dass der nächste Tag besser wird. Tag 2 und wir waren nicht geradet. Easy. Okay, es war auch keine große Überraschung. Unser kleiner Starterbumsel konnte die Nacht nur überstehen. Heute waren wir voller Euphorie. Evi schloss sich uns an und das erste, was wir machten, war eine Saar kaufen. Denn über Nacht ploppte ein Shop auf, der eine verkaufte. Und wir wollten uns das Angebot nicht entgehen lassen. Endlich Waffen, endlich Roman und endlich geile Plays. Das war das Ziel des Tages. Was dann allerdings auf uns zukam, hätten wir wirklich nicht erwartet. Aber seht selbst. Ah, die rennen drei Leute. Einer Double Headshot. Dead. Ich bin auch Full Dead. Ich habe einen Full Dead. Oh, bei mir ist auch noch einer. Ich bin Full Dead. Vier Leute. Ach, Digga, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Ich schwöre es. Nein. Ich weiß, die Akku hat die vorne irgendwo. Als soll ich einen schießen. Schießt du? Ja, Schießt du, Ivi? 18. Nein. Hab ihn. Ich bin an dem LA-Kit dran. Ah, warte, da läuft voll. Oh, ich bin so scheiße. Hab ihn fast dead. Oh nein, hinter mir. Ich hab keine Ahnung, ich bin tot. Dann, komm her. Hab ihn einmal hit. Zwei Hits, ich hab keine Schüsse mehr. Was ein Stein hast oder so. Oh mein Gott! Hab Tommy Full Kid vor der Base gekillt mit meiner Nagelpistole. Lol, nice. Ich geh zurück, weil ich hab eine Saar. Oh mein Gott! Ah, er hat mich jetzt, glaube ich. Fuck, ja, ich bin vom AK gestorben. Oh mein Gott! Die kämpfen immer noch bei Lounge. Okay, ich will sie haben. Mit viel Glück gelingt uns der Play. War mir einer schon low? Dead meine ich. Ich bin im Fight. Okay. Ach komm, nein.
Mein Gott, das Schwein greift mich an, Digga! Mitten im Fight! Du bist am Turm, ne? Ah ja. Wo sind die? Auch am Turm. Einer wollte abhauen, weil die haben gefightet. Ah, weiter hinter, weiter. Ich hör's, ja. Das sind zwei Mann. Ja, seh sie. Einer dead? Einer tot? Der ja, rechts ist dead. Links, der links noch, nur noch der links. Links. Ja. Wir müssen ihn finishen, den einen, warte. Okay. Dein ist nach links, ich glaube runter. Längst du runter? Ja. Ah ja, ich sehe ihn, warte. Ja. Oh. Beide dead, unten nice. Drin. Schnell. Ich komm nicht rein, ich bin gerade. Hol sie dir. Hol alles. Und tschüss. Ich hab drüben eine L96 von Bike geworfen. Gib Gas, schnapp dir das Zeug, gehauen ab. Sofort. Hab noch eine MP5 gefunden. Nimm das Fullkit hier unten. Ich hab 3 Fullkits dabei. Nimm auch schnell die L90 und dann. Ja, schnapp dir es und dann tschüss. Ich hol den Rest. Das war ein großer Gewinn. Endlich einen Fight für uns entschieden. Allerdings ließen sie sich das nicht so leicht nehmen. Und es entbrannte ein Fight, der wirklich sehr lange und sehr verlustreich für uns ausging. Und dann können wir nochmal los, meine Lieben. Ich glaube, wir sollten dann aber auch unsere Base umziehen oder woanders hinziehen. Ich war angeritten. Hab ihn. Nice. Stell dich oben mit L9 und nimm ihn unter Feuer. Hat 2 Hits. Er ist dead, ja. Full dead. Oh Leute, okay, ja, wir müssen den. Wir werden safe geradet. Lass all unsere Comms schrotten. Boah, Evi, dein Body ist ja voll. Eben. Shot zweimal bei uns. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin so schlecht. Geh rein. Ich kann nicht. Fuck. Bist du tot? Nein, noch nicht. Ich hab 8 Sekunden. Kurz rüber. Einer ist dead von denen. Bin dran. Wo ist er? Ihr müsst es machen. Wo ist er? Er ist direkt an der Base. Man gesehen, ja. Wenn man rausgeht, rechts. Ich habe nur einen Bogen. Wo ist die Waterpipe? Es sind mehr. Oh Mann. Granate. Wir haben noch eine Granate. Könnte im Play sein. Tu mal her. Ich glaube, beide dead. Nice. Ab AK. Geht beide raus. Evi und... Nein, da kommt noch was rein. Nochmal zwei. Wie viele? Auf jeden Fall. Farix mit einer AK. Ja, ich habe wieder Timer reingenommen. Wo war der? Irgendwo in Dings drin. Lounge. Ich glaube, die haben dort echt. Warte. Was? Es sind drei Leute. Vier Leute. Genau vor dir. 4 Leute. Ja. Pushen die? Kämpft. Ja. Die schießen auf. Er kommt geritten. Einer pusht dich. Pass auf, einer pusht dich mit dem Pferd. Okay. Er kommt von quasi Klärwerkseite, also nach unten zur Straße hin. Von P15 die Seite. Kurz ruhig, ja, die kommen. Hab 2 dead. Hab AK. Nice. Aber da ist noch einer. Es sind 3 unten. Hab einen Headshot, bin dead! Das waren wirklich sehr große Verluste. Da wir wussten, dass wir die Nacht nicht überstehen werden, stand ein Umzug an. Wir mussten dort weg. Die Base konnten wir dort nicht weiter erweitern. Und wir haben eigentlich das getan, weswegen wir dort waren. Wir haben uns bis zu Tier 2 gekämpft. Wir haben uns die meisten Sachen researched. Jetzt ging es darum, eine große Base zu bauen. Allerdings war die neue Area mindestens genauso spannend wie die alte. Aber seht selbst. Meine ich. Oh, jetzt hat er gespawnt an seinem Schlafsack. Hey, an der Fresh Spawn. Hey, Wewe, dich hab ich doch schon mal gesehen. Was soll denn? Ich glaube, ich hab dich schon mal gesehen. Jo, ne? Wo war das? Ja, alles gut. Ich weiß es nicht, du hast mein Teammate bei WT, glaube ich, mal gemurkst. Achso, nee, ich glaube, in dem YouTube-Video habe ich dich mal gesehen. Bist du der aus dem YouTube-Video?
Weil ich gewinne. Vielleicht ein YouTube-Video. Warte, ich guck. Schafzahn 1, 2, 3, glaube ich, heißt der. Du spielst nur mit C4, oder? Nee, also ich wusste nicht davon. Ja, genau. Der ist aber doch mal. Mein Mate im Discord sagt gerade auch, es gibt. Ihr müsst mal gucken. Da habe ich euch gesehen. Drum bin ich auch auf den Server hier. Ja, mein Mate sagt auch gerade im Discord, dass es ein YouTube-Video gibt, wo wir drin sind. Davon wusste ich gar nichts. Ja, der ist bei euch deep gegangen. Also bei C4. Du kamst dann, glaube ich, erst. Echt? Ja. Das ist nice. Müsst ihr euch mal anschauen. Nice. Also dann bin ich bin ja, deswegen hier auf dem Server gekommen. Schafzahn 1, 2, 3. Jo, nice. Okay, dann schau ich mal vorbei. Ja, chillig. Ja, cool. Ja, ich würde dann gerne mal weiter, ist okay? Oder wollen wir uns jetzt mit dem Stein prügeln? Ja, klar, gerne. Nee, ich muss auch weiter. Ciao, ciao. Mit dem Basebau ging es gut voran. Also entschieden ich und Akio, uns das nächste Cargo zu schaffen. Das war auch ziemlich ereignislos. Der Loot war gut und wir flogen anschließend direkt nach Outpost, um dort die überflüssigen Components zu scrappen. Hier, scrap deiner. Mit Heli. Bird. Ich hau die Kameras und zieh Computer wieder weg. Ja. Ich könnte vom Heli runterstupfen, ne? Wie? Ja, wenn was über ihnen ist, dann wird er automatisch runtergeworfen. Der wurde ausgenockt. Rentner. Sven? Oh mein Gott, 500 Scrap! Ah ne, das bist du. Einer ist direkt am Schloss. Hab einen, dead, full dead. Den mit Kaffeedosenzeug. Ich hab einen Wolf. Ich hab. Oh, mal ein bisschen Scrap, er muss noch hier rum. Er hat mich Headshot. Oh, er hat mich Headshot, er hat mich Headshot. Ah, er ist hier drin. Ich bin beim Shotgun gespawnt, ich komme. Es sind zwei. Weil die wissen, wo ich bin. Genau über dir. Ja, ich bin one. Ah, seine Episode ist kaputt gegangen. Sven, einer hat ja, ja. Einer hat eine Semi. Ja, der andere ist unbewaffnet. Ist wohl? Ich bin genau bei mir. Einer Double Hit? Ja, das war mir. Wo ist der zweite? Headshot? Ich glaube, er ist Knock. Er ist Knock, einer Knock. Ich geh hin. Wo ist der zweite hin? Sein Mate, ich höre, glaube ich, ist der. Ja, sein Mate ist hier. Ah, er hat ihn aufgehoben! Ihr seht, es war ein Für und Wider. Wir gewannen Fights und dann, unglücklicherweise, verloren wir sie dann doch. Und wir sind langsam out of kids. Das war ein Riesenproblem. Also formierten wir uns noch für einen großen Roam. Sollte das Ganze klappen, geht es weiter. Wenn nicht, sollte die Reise hier enden. Oh Mann. Das useless Monument überhaupt ist der Hotspot. Da unten rennt einer. Auf 260. Zwei. Lass die holen. Oh ja, die sind. Ja, ich seh die. Die haben SARS. Ja, die sind am Recycler. Ja, ich seh einen. Hör sie. Hab ihn hit, einer dead. Ja, ich hab einen Headshot. Das war der. Okay. Aber er hat gamed. Da ist ein Gegner da. Ah ja, richtig. Headshot. Bin tot. Ich seh ihn. Hab ihn auch. Hab ihn dead. Ist dead. Nice. Da ist noch einer. Ja. Im Supermarkt ist, glaube ich, der letzte. Ja, Pik. Akkus. Warst du das? Ja, ich habe auf Supermarkt geschossen. Er ist im Räumchen drin. Im Büro war er. Geh du weg, ich deck mich. Achtung, da kommt wieder einer. Akkus geht. Dead. Lass hinschauen, dass du auf dem Berg kommst. Links im Gegner. Du gehst gerade ins Sandwich rein. Du geh lieber rechts rum. Rechts bist du? Da oben ist der mit der Bowl. Ich kann den Headshot nicht.
hab ihn. Hast du ihn, ja, nice. Pass auf, hier ist noch einer bei mir. Hier schon mal ich auf meiner Seite. Dir, er muss hier irgendwo rumrennen. Schneehäsi war das. Bin mir ganz sicher. Ich seh ihn. Hab ihn zweimal hit. Hab ihn. Nein, jetzt hab ich ihn. Der ist noch gerannt. Ah, echt? Er ist dead, echt, dead. Wieso sterben hier die Leute nicht? Kämpft ihr? Ja. Ich bin one. Er ist auch one. Ist da oben? Ne, unten. Da, wo man, wie gesagt, die Autos fahren kann. Ich bin gerade oben. Ich soll schnell Licht anmachen. Unten, wo die Autos ich seh ihn. Hab ihn. Nice. Ja, ja, das war das Full Kit, aber da müssen noch mehr sein. Ist naked, er kommt naked. Rechts. Oh Scheiße, ich bin habt runtergefallen. Habt ihr AK? Ich bin auf den Kit runtergefallen. Ich hab Blut von Ding. Akkus Blut hab ich. Hier ist noch einer, noch ein Full Kit. Licht aus. Er hat der Nacht sich gerecht. Finally. Wieder Kits, wieder Waffen und wieder Motivation weiterzumachen. Wir besorgten uns noch schnell die Karten und dann wollten wir direkt Oil taken. Also Large Oil. Doch auf dem Weg dorthin entstand eine so skurrile Situation, die muss ich euch einfach zeigen. Ja, wir sollten, komm, Leute, das lassen wir. Komm, machen. Jetzt? Jetzt. Hab einen Headshot. Hab auch einen Headshot. Einer tot, der andere ist tot. Pass auf, hier ist eine dicke Base. Ja. Ich geh schnell auf die andere Insel auf den Berg. Ja, ich geh auch kurz rüber. Digga, ich komm nicht rüber. Berg weg. Er hat sein Mate gelootet. Hab ihn noch hit? Boah, nee, da ist einer in der Base. Oh, Scheiße, ich hau ab. Okay, der trifft nichts. Ich reite dran mit dem Pferd weg. Mhm. Er muss aber wieder herkommen, das war ein von denen. Ja, ich kauf jetzt ein Boot. Ja, ja, lass uns einen Plan machen, das bringt nichts. Am besten, rechts ist das Boot, rechts, halt an. Ich seh ihn. Halt an. Haben wir einen Headshot? Scheiße! Wir drehen um. Hab ihn hit! Ich glaube, er ist dead! Einer ist dead! Und der ist rausgesprungen. Nee, er ist dead. Cargo gespawnt gerade vor uns. Oh ja. Was passiert hier? Ey, wir sind nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben nicht mal Waffen. Ich glaube, die sind einfach bloß looten. Ey, wir sollten zurück. Ey, ich sehe mein Gott. Oh, der war knapp. Ich war noch nie so weit. Leute, wir haben zu wenig. Ich hab Fuel, 60. Okay. Ich war noch nie so weit auf halber Höhe. Er hält an. Wenn der stirbt, dann müssen wir umdrehen. Ja, Leute, ich glaube, wir sollten lieber Cargo machen jetzt. Wir sind hier sind. Ja, dann verstehe ich keine Muni mehr mit dem. Ich habe eh nicht mehr genug. Also. Oh, wir sind die Ersten auf Cargo. Guck mal, das liegt ja nicht mal gescheit bei mir. Er geht auch auf Cargo. Oder? Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Es ging nicht. Stückchen noch. Jetzt alle ab, bin oben. Oh, Scheiße, hä? Kannst du mich wieder ab? Oh mein Gott. Ich bin im Wasser. Ich hab noch 5 Fuel. Das wird knapp. Oh, das wird echt knapp. Elite nicht. Bist du bei dir oben? Ich hab eine Elite gelootet. Und wir haben ja nur eine Crate bis jetzt. Mein Gott. Was ist das? Ich schaff das. Cookie, komm! Cookie, ich seh dich! Ja, aber ich schaff das auf Cargo nie. Was? Ja, wenn jetzt spring ich runter, sammle mich ein. Weil ich hab 50 Fuel. Und? Das ist so dunkel bei mir, ich seh nix. Hier, weiter vor, hier. Wo ich steh, ja. Da ist es. Noch ein Stück und dann Ace Spiderman. Ja, nice. Da kommt ein Cargo-Boot links. Boot? Ja, Cargo-Boot. Ja, Cargo-Boot, Cargo-Boot, Ace. Akku, bist du da? Ja, das ist hinten. Ich kann nur von vorne. Er fährt nicht weiter. Ja, ich glaube, der hat eine Snipe, pass auf. Ja, ich weiß. Ich bewege mich schon die ganze Zeit. Akku, bleibst du, also guckst du dann rechte Seite? Weil die Schlacht ist hier. Ich höre das ja. Hä? Er kommt wieder. Er kommt wieder angefahren. Okay, dann lass ihn mal. Weil wenn er hochgeht, ist der eh dead. Er checkt nicht, dass ich hier bin. Kommt jetzt rechte Seite? Ja. In der Nähe ist, lasern wir ihn. Ja. Hey, der ist jetzt links oder was? Ja, er ist bei mir hinten. Ich habe ihn dreimal hit. Direkt hinten? Oh, Schneegebiet.
Hab ich nochmal Hit? Oh mein Gott, wieso. Kälte. Warte mal. Ich hab ihn tot. Sie ist in der Durchgang. Custom hat er ja. Ich hab ihn tot. Das ist wirklich. Oh mein Gott. Oh, er ist voll. The Crate. Nur ne Tommy. Ja, lass abziehen. Das wird ein scheiß Cargo, ich merk das schon. Ah, kommt ein Boot! Da kommt ein Boot auf euer Cargo! Rechte Seite in Fahrtrichtung! Cargo, Boot. Cargo! Nein, das andere, das ist schon näher! Was? Das ist closer! Achso, ja, ich seh das! Aber einer dead. Einer muss dead sein, einer muss dead sein! Ja, einer ist dead, ich hab's gesehen! Hab einen Hit, der andere ist dead! Da, nee, der ist nicht dead! Er hüpft ins Wasser, er hüpft ins Wasser! Ey, du kannst... Nee, warte, ich fahr nicht zu ihm ran! Doch, er kommt nicht. Ja, nicht zu nah, nicht zu nah. Alles gut. Er schwimmt weg, ich seh's. Ich seh nicht. Kein Scheiß. Er muss doch irgendwo auftauchen. Ich fahr zurück. Such noch schnell seinen Mate zu mitnehmen. Beste Kombo mit Brot Cargo in der Herz. Fand ich schwer, Alter. Nach diesem wirklich geilen Cargo ging das Team offline. Ich wollte eigentlich nur noch die Base fertigstellen und auch ins Bett. Allerdings kam es jetzt zu einer wirklich sehr heiklen Situation. Komm online, wir werden geradet. Komm online, wir werden geradet. Hallo? Hi, ja, ich hör's. Hast du gehört? Ja, wir haben... Holz ist unten in den Kisten. Sie sind an der Tür unten. Ja, ich komm grad... Die haben mich gerade beim Bauen abgefuckt oben. Okay. Schnapp dir eine Knarre oben, es ist alles oben im Main Loot. Warte. Ja. Sie kommen hier durch die Tür, weißt du? Einer Hit. Ich hab mein Kit bloß am Dach. Ich bin gerade. Ja, ich habe einen. Wie weit sind sie? Ach, sie sind unten. Die Einzeltür ist offen. Die erste, oder? Ja, sie reden da weiter. Sie sind drin. Scheiße. Kannst du die. Warte kurz. Ja, sie haben gleich die C. Ja, ich kann nichts tun. Mein Schlafsack ist weg. Ich auch nicht. Mein Schlafsack ist weg. Ich glaube, ich hab einen. Ich sitze am Dach fest, Ewi. Das ist. Total beschissen ja. Jetzt. Kannst du mir den Schlafsack platzieren? Irgendwie? Nee, ich hab nichts hier. Ich hab nur die Bolt dabei, aber ohne Ding. Ja. Wie weit sind die gewesen? Die sind bei den Öfen unten drin. Ja, da kann ich nichts mehr tun. Ich weiß nicht, ob du runter kannst, vielleicht die Dachluke noch schließen oder so. Welche Dachluke? Ich weiß nicht, ob ich sie offen gelassen habe. Oh nee, wenn die Main Loot sind, bin ich verloren. Also, muss man schauen. Ich hab sie nicht geöffnet. Nein, die ist offen. Oben. Die ist offen. Ja, sie ist offen. Kannst du schnell zumachen? Ich kann nicht, ich bin tot. Die sind drin. Und so ist nahm unser Vibe ein bitteres Ende. Geradet. Online. Und so verkackt. Wir waren einfach nicht darauf vorbereitet. Wir beschäftigten uns viel mehr mit Roman, mit PvP, anstatt endlich unsere Base fertig zu bekommen. Beziehungsweise wenigstens auf allen Stockwerken Schlafsäcke zu legen. So ist es, man lernt aus seinen Fehlern und wir werden das nächste Mal verbessern. Das steht fest. Sonst hoffe ich natürlich, hat euch trotzdem dieses Video gefallen. Wir wurden wirklich diesen Vibe vom Pech verfolgt. So viele Plays, die einfach so sad in die Hose gegangen sind. Aber so ist Rust. Das gehört dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an euren Like-Hammer
und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, I'm out.